So Leute, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen auch direkt rein. In meinen Augen nicht so viel Besonderes heute drin, aber schaut einfach selber. In 3, 2, 1 und zack, zack, zack. So, da haben wir einmal Wolf Caption wieder zurück. Nach 200 Tagen wieder zurück im Shop. Aber ganz ehrlich, Skin, ja, ist okay. Sagen wir mal so. Ist definitiv nicht schlecht. Und er ändert wieder einfach meine Rüstung. Aber mit dem Rückenaccessoire, ich sag's immer wieder. Ich glaube, das Rückenaccessoire ist inzwischen mehr wert als alles andere. Dann haben wir die große böse Axt wieder mit dabei. Dann ist der Wolfsjäger auch wieder da, die Tarnung. Dann Mopsa ebenfalls zurück. Also heute sind viele Sachen wieder zurück. Nicht unbedingt nur alte Sachen, sondern generell der Shop wird einmal komplett über den Haufen geworfen. Dann die Hundetasche dabei. Der Kauknochen auch wieder am Start. Zack. Dann einmal die Tarnung, ja, die ist, ja, keine Ahnung, wer sich die ausgedacht hat, naja. Dann Schallius Maximus auch wieder da, finde ich persönlich schöner Skin, also vom Bananenskin auf jeden Fall einer der schönsten in meinen Augen. Dann Claudius für Schallius, einmal die Pickaxe, dann hatten wir schon Wolfs Caption. Dann die Schattenagentin ist wieder zurück nach, was habe ich eben geguckt, 400 Tagen, ja, 400. Aber da sage ich ja immer wieder, die Frisur, das ist definitiv nicht einer meiner Lieblingsskins. Allein vom Aussehen, vom Gesicht her, egal was der Rest macht. Gar nicht mein Fall. Aber denkt dran, wenn ihr euch irgendwas gönnen wollt, natürlich gerne mit meinem Creator-Code YT-Family. Grüße gehen an die raus, die ihn alle eingetragen haben. So, dann haben wir das Weitere nämlich drin, den Partyprügler. Ja, gucken wir auf die Uhr, wir haben jetzt 14:45. Bei mir, gerade eben wach geworden. Also Lust auf eine Party hätte ich jetzt gerade nicht. Aber ich wurde auf einmal wach, ich so, ach komm, weißt du was, mach gerade Shop fertig. Ah, Skin ist okay, aber ja, so sieht eigentlich schon nice aus. Hinten ist okay. Aber ne, ein bisschen zu dunkel in meinen Augen. So, und dann haben wir des Weiteren verlorene Reichtümer. Aber ein bisschen, ja, von dem allerersten Blick wirkt die ein bisschen oldschool, die Tarnung. Aber trotzdem gut. Und dann Eiszapfen wieder zurück. Ist was für die Schwitzer unter euch. So, dann haben wir einmal Rückenpaddler. Beziehungsweise Rückpaddler. Einmal kurz ein bisschen lauter machen. Ding, ding, ding. Ah, mit dem Ton ist es halt echt ein bisschen schwierig einzustellen. So, dann haben wir das Weiteren drin konzentriert. Bam, bam. Und dann die Schattenagentin hatten wir schon. So, jetzt geht es nämlich direkt schon wieder weiter. Einmal Fischstäbchen wieder zurück. OG. Dann haben wir die fliegenden Korallen. Also wenn man sich einen Skin kauft, muss man eigentlich auch sich die Korallen holen. Ohne Quatsch. Definitiv. Denkt an, die sind immer schön am Singen während der Flugphase. Und dann haben wir Stiefelstange wieder zurück. Ja, ist okay, aber naja, nichts Besonderes in meinen Augen. Und dann frische Fische. Die Pickaxe, die sind eigentlich ganz lustig, ohne Quatsch. Und dann haben wir die Tarnung glitschig. Fischgesicht, geschuppt. Da haben sie sich wieder richtig Mühe gegeben. Haben einfach alles reingehauen. Also ich weiß nicht, heute der Shop kommt mir so ein bisschen vor. Ach komm, ich schmeiß mal alles wieder rein. Dann die Prinzessin wieder drin, das ganze Paket für 1,8. Einmal der Skin, einmal das Rückenaccessoire, dann die Pickaxe dazu und die Tarnung. Aber hatten wir ja erst damals, wo es neu rauskam, auch drin. Dann Atlantis Fischstäbchen, ebenfalls wieder zurück. Also alle Fische sind halt quasi wieder drin. Ich meine, so lange ist er jetzt auch nicht her. Wieso so? Ach so, doch. Dann haben wir hier einmal nochmal Schlachtenstäbchen. Ich sagte, wir haben so viele Fischskins. Inzwischen denke ich immer so, ja, ist doch klar, ist doch alles ein Stil. Aber ist halt immer verschieden. Blasenkram ebenfalls wieder da. Seestern jetzt auch wieder zurück. Der Skin ist auch ein bisschen wild. Aber trotzdem nice irgendwo. So, dann haben wir die Muschelhacke. Ihr merkt schon, wir sind jetzt schon fast bei 5 Minuten und ich gebe schon eigentlich Gas. Dann die Qualle auch wieder zurück. So, Atlantis hatten wir schon. Und dann BC Boy Paket ebenfalls noch drin. Batman Paket auch noch drin. Da haben sie jetzt hinten Catwoman quasi dazugepackt.
So, dann haben wir das Ritter der runden Tafel ebenfalls noch drin, Doppelagentenpaket noch drin, Pickaxe-Paket noch drin, letzte Lacher-Paket auch. Wie es jetzt aussieht mit dem, warte mal, ich zeig's euch gerade, zack, 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 zack. Hier mit der Medusa. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob sie jetzt noch im Shop drin ist, aber ich denke mal schon. Da müsst ihr einfach bei euch selber nachgucken, weil ich habe sie ja schon gekauft. Und das Problem ist, dann wird sie mir nicht mehr angezeigt. Finde ich auch ein bisschen blöd. So, dann was die V-Bucks betrifft. Ich bin jetzt bei 11 von 12. Also ich schätze mal, dass man einfach nur Aufträge machen muss. Nichts Besonderes, einfach nur generell Aufträge erfüllen. So, dann gucken wir gerade, ob schon aktualisiert ist, was die V-Bucks betrifft. Müsste eigentlich, ja. Also heute definitiv wieder nur die Tagesaufgabe in Rette die Welt. Also heute nur 50 V-Bucks in Rette die Welt möglich. Mehr leider nicht. Dann würde ich sagen, ich gehe nochmal ins Bett. Ihr habt bestimmt noch einen schönen Tag und 5 Uhr kann schon wieder aufstehen. Und in dem Sinne, haut rein.